Hallo zu Einheit 2 in Woche 2 in Block 2. Ich blende euch wieder hier oben im Eck den Trainingsplan für heute ein. Heute steht Kniebeuge im Vordergrund. Als erstes machen wir 3 Einzelwiederholungen mit 90%, sind für mich 152,5 Kilo. Ziel ist weiterhin, über Einzelwiederholungen mit hohem Gewicht durchzuführen. Machen noch kurzes Warm-up und dann geht's direkt los. So, die 3 Einzelwiederholungen waren eigentlich ganz gut. Tiefe war manchmal ein bisschen schwer zu erkennen auf dem Video, aber ich nehme an, sie waren tief genug, war aber noch einigermaßen leicht und gut machbar. Jetzt geht es weiter mit unseren Backoff-Sätze. 3 Sätze, 4 Wiederholungen, 80%, für mich dann 135 Kilo. So, jetzt sind wir mit der Kniebeugerei fertig, jetzt machen wir weiter mit dem Kreuzheben. Da haben wir ja so ein bisschen anderes System mit Einzelwiederholungen, mit relativ kurzer Pause. Ich habe euch das gesamte Kreuzheben als Video draufgepackt, damit ihr seht, wie das bei mir jetzt ist. Bei mir geht es jetzt relativ zügig. Wenn ihr dafür länger braucht, dann ist das kein Problem. Nehmt die Pause, die ihr braucht. Bei mir waren es jetzt 10 Einzelwiederholungen mit 82,5%, für mich 155 Kilo. Wie gesagt, ihr seht jetzt alles, wie ich es mache mit Pause etc. Ab geht's. So, war alles recht gut machbar und ich habe auch sehr, sehr kurz gebraucht. Also in der Woche vorher habe ich definitiv länger gebraucht. Da muss man mal schauen. Nächste Woche geht es dann weiter mit nur 8 Wiederholungen, also 8 Einzelwiederholungen und ich glaube 160 Kilo müssten es sein. Und dann schaue ich mal, wie viel ich da so am Stück hinbekomme, wo ich Pause machen muss, wie lang etc. Jetzt geht es weiter mit unserer Quadrizepsarbeit. Da hat sich ja ein bisschen was geändert. Wir haben ja vorher diese Myo-Reps gemacht, jetzt machen wir was anderes. Ich habe jetzt Split Squats genommen, wir machen das Ganze so. Wir nehmen ein Gewicht, machen 15 Wiederholungen etwa bis ans Versage, dann 3 bis 4 tiefe Atemzüge, wieder 5 Wiederholungen,
dann Gewicht ablege, sofort Gewicht runternehme, 20-30% und nochmal bis zum Versagen. In meinem Fall jetzt mit Split Squats muss ich halt abwechseln, erst das eine Bein komplett fertig mache, dann das andere Bein komplett fertig mache und dann gehen wir wieder in diesen Quad Stretch. Wenn ihr jetzt Beinstrecker zum Beispiel verwendet, dann fällt es natürlich weg und ihr macht beides gleichzeitig. Das heißt, ihr habt einen großen Satz und dann geht es direkt in den Stretch. Aber ihr werdet ja sehen, wie es aussieht. So, nachdem die Beine jetzt komplett kaputt sind, geht es weiter mit Oberkörper. Erstmal ganz gemütlich. 4 Sätze rudern, 10 Wiederholungen, 2 in Reserve. Alles ganz normal. Jetzt machen wir weiter mit Trizeps und Bizeps Supersätze. Das ist vor allem dazu da, um Zeit zu sparen. Das bedeutet, ihr sucht euch eine Übung für Trizeps, macht davon 12 Wiederholungen mit einer in Reserve, macht keine Pause, geht direkt weiter zu Bizeps, wieder 12 Wiederholungen, eine in Reserve, erst dann kommt die Satzpause. Davon machen wir 3 Sätze und so sieht das Ganze dann aus. Als letztes haben wir wieder Schulter-Mühe-Raps, so wie ihr es kennt. 20 Wiederholungen bis nah ans Versagen, dann 3-4 tiefe Atemzüge, 5 Wiederholungen, 3-4 tiefe Atemzüge, 5 Wiederholungen und so weiter, bis die Minisätze unter 5 fallen. Ihr kennt das Ganze schon. So, das war's mit Einheit 2, Woche 2. War jetzt schon recht gut anstrengend, aber war noch sehr gut machbar. Ich denke, die nächsten 2 Wochen werden nochmal deutlich anstrengender und dann sehen wir uns wieder zur Einheit 3 in Woche 3. Das ist dann der Überkopfdrücktag. Bis dahin.